Servus, grüßt euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, nach einiger Zeit kommt mal endlich wieder was. Die letzten Wochen war es ja ziemlich ruhig auf meinem Kanal. Ich denke, die meisten von euch haben mitbekommen, dass ich operiert wurde. Ja, mir ging es gesundheitlich nicht so gut. Die meisten von euch haben sich sicher auch gefragt, ja, warum wurde ich operiert, was wird gemacht. Also ich habe die Nasennebenhöhlen gemacht gekriegt, weil meine Kiefernhöhle und dann die Stirnhöhle und auch die Kaltbeinhöhle, die wo hintere geht zum Ohr, die waren verwuchert, vereitert, hochvereitert und entzündet somit auch. Und dementsprechend ging es mir dann auch schlecht, habe schlecht Luft gekriegt. Und ja, die einfachste Aufgabe wurde einfach ziemlich anstrengend. Ich konnte nichts mehr vernünftig arbeiten. Dementsprechend, wenn einem die Luft fehlt, ne? Ich denke, der eine oder andere von euch kennt es auch. Und dann habe ich auf jeden Fall mehrere Arztbesuche gehabt. Daraufhin habe ich dann auch ziemlich kurzfristig erfahren, dass ich operiert werden muss. Habe wiederum auch kurzfristig einen OP-Termin gekriegt. Und deshalb ist es dann auch zu dem gekommen, dass ich ja keine Videos vorproduzieren könnte, jetzt beispielsweise für diesen Zeitraum. Aber das ist ja auch weniger schlimm. Schlimmer ist dann, dass jetzt einiges an Arbeit liegen geblieben ist. Also viele Maschinen, die eingewintert gehören, stehen jetzt noch draußen. Beispielsweise das Mähwerk müsste eigentlich noch abgedampft werden. Aber ja, so ist es halt manchmal, ne? Die Gesundheit ist das höchste Gut, was man hat. Und ja, man sagt ja auch, ohne Gesundheit ist alles nichts oder alles doof, ja. Und so ist es dementsprechend auch, wenn man ja einfach nicht so kann, wie man will. Und ja, die Operation ist glücklicherweise gut verlaufen. Ja, derzeit ist es so, dass ich ja noch nicht zu 100% fit bin. Ich bin auch noch krank geschrieben, habe auch noch täglich Kopfschmerzen, ja, nehme da noch Tabletten, tue meine Nase dann regelmäßig spülen mit Kochsalzlösung, dass einfach der ganze Schmutz, der ganze Schnodder und der restliche Eiter, was vorhanden ist, dann ausgespült wird. Und das dauert jetzt einfach noch einige Zeit, bis ich da wieder voll einsatzfähig bin. Und ja, ich habe jetzt einfach mal gedacht, ich melde mich mit einem Video zu Wort, dann wisst auch ihr Bescheid. Jo, ich bin aktuell im Wald unterwegs, ein bisschen spazieren, ein paar Kollegen sind auch mit dabei, die sind jetzt ein paar Meter vorausgelaufen. Und das ist eigentlich so, ja, das erste Mal, dass ich wirklich längere Zeit draußen bin seit meiner OP. Und es freut mich auch richtig gut, wieder durchatmen zu können. Und das war einfach vorher nicht möglich. Man merkt schon eine Besserung, ganz klar, auch wenn man täglich noch den Eingriff merkt, aber das wird dann auch von Zeit zu Zeit besser und dann können wir wieder voll durchstarten. Natürlich geht es dann auch wieder mit den Videos weiter, wie gewohnt mit den Farmvlogs. Ich kann jetzt keinen genauen Zeitpunkt nennen, wann die Videos kommen werden, aber es wird da auf jeden Fall weitergehen. Und ja, jetzt wo wir schon dabei sind, miteinander zu schwätzen, dann gehen wir auch noch auf das Thema ein, was sich 2020 für mich ändern wird oder was geplant ist. Ja, 2020 sind auch neue Investitionen geplant. Ja, die halten sich natürlich auch in Grenzen. Es wird jetzt kein neuer Fendt-Vario kommen oder des Ähnlichen. Aber die eine oder andere Maschine wird ausgetauscht. Viel mehr möchte ich dazu noch gar nicht verraten. Das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Dann wird der Kartoffelanbau noch intensiviert. Also wird dann auch nochmal mehr angebaut. Die Fläche wird vergrößert, dann quasi die Anbaumenge wird erweitert, erhöht. Und dementsprechend gibt es dann da auch wieder das ein oder andere Video. Und außerdem wird es auch noch in Richtung Nutztierhaltung gehen. Da wird es dann, denke ich, die größte Veränderung geben für kommendes Jahr. Da möchte ich jetzt auch noch nicht viel mehr verraten, weil ich denke, letztendlich würde ich euch so die ganze Spannung für die kommenden Vlogs nehmen. Aber seid gespannt und ich freue mich natürlich auch auf die Zukunft und was dann letztendlich auch alles umsetzbar ist und gemacht wird und sich verändert. Ja, das soll es dann auch erstmal gewesen sein von meiner Seite aus. Ich genieße jetzt noch das schöne Wetter und die frische Luft und dann sehen wir uns zum nächsten Video. Also bis bald, macht's gut, ciao. We'll be right back.